Hallo, da ist wieder der Markus und heute sprechen wir nicht über Autos, sondern über ganz was anderes. Die Bundespräsidentenwahl in Österreich 2016. Und wenn ihr alles sehen wollt, dann schaut's vorbei nachher. So, hallo, da ist der Markus. Wir sprechen heute ausnahmsweise mal nicht über Autos, sondern über die Bundespräsidentenwahl. Der Fred ist auch schon ganz begeistert. 2016 in Österreich. Und ja, sagen wir mal so, was mir dazu einfällt ist, grundsätzlich machen sie alle keine richtige Politik. Sie machen nur eine Angstpolitik. Wenn du den wählst, dann passiert das und keine Ahnung und das machen alle Parteien. Und ich weiß, also ich bin mir ganz sicher, dass das nicht der richtige Weg ist, weil es war ja viel schlauer, eine Politik für Menschen zu machen. Ist halt meine Meinung. Und das war halt viel sinnvoller. Und vor allem, es war halt einmal sinnvoll, eine Politik für mehr Menschen zu machen, nicht nur für 5% im Land, sondern für alle Menschen. Aber meine Meinung ist da scheinbar nicht so gefragt, oder meine Meinung ist nicht gefragt, ne? Weil die Leute wollen trotzdem. Und ja, ob jetzt rot, grün, blau, violett an der Macht ist, es wird sich nichts ändern. Sie wollen die gleichen Probleme hast, ohne Moos nichts los. Und versprechen können sie alles. Solange sie da an ihrem Getue nichts ändert, ne? Einmal davon abgesehen, dass da, kannst du ihn lenken? Dass der Bundespräsident eher einen symbolischen Charakter hat, weil der in Österreich ja eigentlich nichts zu melden hat. Daher, ja, ist eine recht sinnfreie Wahl, würde ich jetzt nicht sagen. Sinnfreie Wahl ist es nur dann, wenn man nicht hingeht. Aber es ist dann halt wirklich schwierig, wo soll man sich Geizel machen. Und bis das Video erscheint, ist es Montag, ist mir klar, da ist schon alles passiert. Aber einfach so im Nachhinein, man sollte einfach das Geizel dort machen, wo man das beste Bauchgefühl hat. Und nicht, ja, aber das und das abwiegen, sondern man geht einfach hin und sagt, du bist mir sympathisch, zumindest ein Büdel. Und dort macht man sein Kreuzerl hin. Und das war's. Und auch wenn es jetzt blöd klingt, sicherlich, wenn alle an einen Strang ziehen, dann wird sich was ändern. Aber dadurch, dass wir keine anständige Bildung in dem Land haben, interessiert das sowieso keinen mehr. Und die Leute werden scheinbar immer beschränkter. Das andere Wort sollte man nicht sagen, ne? Immer beschränkter und haben immer mehr Angst, vor allem Angst vor was, unter Anführungszeichen, weil das ist ja wirklich, weil vor was sollte man Angst haben? Grundsätzlich kann nicht wirklich was passieren. Und alles, was passiert, unter Anführungszeichen, daran ist man selber schuld. Da kann ich aus bester Erfahrung sprechen. Weiß ich nicht, wie viele Leute das schon mitgekriegt haben. Ich habe grundsätzlich MS, also Multiple Sklerose. Und ja, man muss das akzeptieren, dass man selber daran schuld ist. Das ist so wie bei ganz vielen Sachen. Man hat sein ganzes Leben lang auf seine Krankheit hingearbeitet. Und wenn man das dann reflektiert, dann sieht man das Ganze. Und genau so ist es halt bei ganz vielen Sachen im Leben. Man arbeitet sein ganzes Leben darauf hin. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn man das Ergebnis präsentiert kriegt. Man auf der anderen Seite muss es so sagen, in dem Moment, wo man Verantwortung übernimmt, muss man auch sagen, dann kann ich eine andere Richtung arbeiten. Das heißt, rückgängig würde ich nicht sagen, aber man sollte es unter Erfahrung abhackeln und einfach den Fehler nicht nochmal machen. Und das war's. Und so ist es auch bei einer Wahl, ne? Ja. Man macht so Kreuzerlegen wollen,
Dann sieht man, ob das funktioniert oder nicht. Das funktioniert nicht. Passt, muss man gerade das nächste Mal woanders hinmachen. Und nicht so wie ganz viel Leute, vor allem ältere Leute, einfach sagen, ja, ich habe aber schon 40 Jahre lang immer rot gehört. Oder ich habe 40 Jahre lang immer schwarz gehört. Ja, und das Ergebnis sehen wir heute. Oder? Denkt mal kurz drüber nach und dann, wenn es lustig ist, schreibt es mir was in die Kommentare. Passt, das war's, euer Markus.